Zur Tap Buff, das ist das Geheimnis von Bare Minerals. Heute möchte ich vier Produkte aus der Reihe vorstellen. Das ist zum einen der Rouge Naughty Naughty, der Highlighter Turn On und der Lidschatten Queen Tiffany Matte. Die drei Produkte sind in Puderform und dann haben wir noch den Lipgloss Strawberry Shortcake. Ja, Bare Minerals gibt es bereits über 30 Jahre. Sie stellen preisgekröntes Make-up aus 100% zerstoßenen Mineralien her und das ganz ohne Spuren von hautreizenden Stoffen wie Wachse oder Öle. So ist es auch bei Problemhaut bedenkenlos anzuwenden. Ja, so, wie wende ich das an? Wir nehmen hier unser kleines, schlicht gehaltenes schwarzes Döschen, machen den Deckel auf, dann sehen wir hier nochmal so ein siebähnliches Deckelchen obendrauf. Dann geben wir etwas von dem Rouge in den Deckel, was wir dann mit dem Pinsel in kreisförmigen Bewegungen vollständig aufnehmen. Das Swirl. Überschüssiges Puder klopfen wir nun ab. Tap. Und nun wird gebufft, und zwar in tupfenden Bewegungen wird jetzt das Rouge auf die jeweiligen Partien aufgetragen. Ja, sehr natürlich kann ich wirklich nur bestätigen. Ich als kein Lidschattenträger habe das mal ausprobiert und tatsächlich, es gibt, ja, es betont die Augen wirklich, ohne dabei richtig geschminkt auszusehen und auch die Wangen bekommen eine natürliche Röte, ohne aufdringlich zu wirken. Und tatsächlich ist es auch sehr, sehr zart auf der Haut, also bei manchen Cremes oder ja, manchen Produkten merkt man ja, dass es irgendwas liegt auf der Haut, aber hier muss ich wirklich sagen, ist kaum bemerkbar. Vor allem beim Lipgloss ist das sehr, sehr zu bemerken. Der verleiht einen wundervollen Wet-Effekt und das ohne künstliche Glitzerpartikel. Sehr gut aufzutragen mit diesem dünnen Pinselchen. Ja, und wie gesagt, auf den Lippen kaum spürbar. Und das trotz des sehr, sehr intensiven, dennoch sehr schönen Wet-Effekt. Ja, so. Das Versprechen ist also gehalten. Die Produkte fühlen sich wirklich sehr toll auf der Haut an und zeigen auch ein natürliches Ergebnis. Also, ich kann diese Produkte von Bare Minerals auf jeden Fall nur weiterempfehlen.